Jo Leute, was geht? David von Idle-Danish hier. Im heutigen Tutorial zeige ich euch mal, wie ihr sowas erstellen könnt. Also quasi so Bienenwaben. Das ist eigentlich eher so gedacht als Hintergrund, den ihr nehmen könnt für euren Desktop oder sowas. Aber passt halt ganz gut als Bienenwaben. Deswegen zeige ich euch das mal, geht ganz schnell. Ich zeige euch das, wie ihr das sowohl animieren könnt, als auch loopen könnt. Also damit es auch einen smoothen Übergang hat fürs Looping. Deswegen machen wir uns erstmal ein Spline, und zwar erstmal ein Anneg. Den wollen wir uns doch ein bisschen tiefer verleihen, deswegen gehen wir auf bei NURBS extrudieren, packen unser Anneg hier rein. Dann machen wir hier erstmal bei der Verschiebung das erstmal ein bisschen tiefer. Gehen wir mal, ja, so 1000, okay, also einfach halber geben wir 1000 ein. So. Dann geben wir den natürlich noch ein bisschen Deckfläche. Gehen auf Deckflächen, Rundungen, hinten vorne, hinten ist egal, aber machen wir halt vorne zumindest, damit es halt ein bisschen abgerundet ist. Ja, ich denke, das passt soweit ganz gut alles. Ja. Dann gehen wir auf MoGraph, gehen auf Cloner, packen unseren Extrude hier rein. Und jetzt haben wir sowas hier, wollen wir natürlich nicht haben, deswegen gehen wir auf Cloner, gehen auf Modus, gehen auf Wabenanordnung, Wabenanordnung. Jetzt haben wir sowas hier, nicht wundern, ist ganz weiß. Wenn ihr jetzt auf Darstellen geht, auf Gordascheid Linien aktiviert, seht ihr wieder unsere Waben hier. So, als nächsten Step gehen wir hier bei MoGraph auf Effektor, gehen auf Shader. Im Endeffekt ist es dasselbe wie Zufall, also wenn ihr schon mal mit Zufall gearbeitet habt, ist im Endeffekt der Effekt gleich, nur dass wir hier halt das besser loopen können. So, Quatsch, nicht Zufall, jetzt habe ich das ausgewählt, Zufall, oh Mann. Okay, gehen auf, machen wir auf Effektor, gehen auf Shader. So, jetzt haben wir sowas hier, Anordnung, das wollen wir nicht haben. Nicht wundern, weil es ist halt sehr gequetscht alles. Deswegen gehen wir hier auf Parameter, gehen auf Skalierung, machen wir mal weg. Und gehen auf Position. Also ich zeige euch das gleich nochmal, wie das, was für ein Effekt das hatte. Aber wenn ihr jetzt bei der Z-Achse mal irgendwas eingebt, zum Beispiel mal 100, dann seht ihr, das verschiebt sich nach hinten, aber das hat gleich nochmal einen Effekt. Deswegen, nur damit sich da jetzt was tut, damit die Anordnung ein bisschen zufällig ist, gehen wir hier bei Shading, können wir hier verschiedene Shader hinzuladen, ist ganz cool, ganz praktisch. Deswegen gehen wir hier bei Shader auf Noise. Jetzt haben wir diese Anordnung. So, und das, was ich euch zeigen wollte, weil ihr, wenn ihr jetzt auf Parameter geht und bei der Z-Achse, könnt ihr entscheiden, wie weit es nach hinten geht. Also wie viel, ja, wie weit es nach hinten und nach vorne geht. Heißt, wenn wir jetzt 100 haben, ist okay. Jetzt gehen wir mal auf beispielsweise mal 800. Dann sehen wir, sieht es schon ein bisschen anders aus. Und das lassen wir erstmal so vom Purpose her. Jetzt sehe ich aber noch, weil hier beispielsweise überlappt sich das ein bisschen alles. Deswegen können wir das gleich beheben kurz. Wenn wir auf Extrudieren, auf unser Extruder gehen. Bei Deckflächen haben wir hier Konturen behalten. Also beibehalten. Aktivieren wir und jetzt sehen wir, hat sich das ein bisschen zusammengestaucht alles. So, ja, jetzt gehen wir zurück auf unser Shader, weil wenn wir das jetzt laufen lassen, tut sich noch nichts. Deswegen, wir gehen auf unser Shading, gehen auf unser Noise, gehen, haben hier Animationsgeschwindigkeit. Gehen hier beispielsweise mal auf 2, ja, sagen wir mal 2 zum Beispiel, ist ein bisschen schnell. Aber wenn wir jetzt Play drücken, sehen wir, okay, das pumpt halt sehr schnell. Das wollen wir nicht haben, deswegen wir gehen mal auf 0,5, also wesentlich langsamer. Und jetzt sehen wir schon, ah, okay, das ist ein bisschen langsamer. Und das ist eigentlich das, was wir haben wollen. Das ist schon mal ganz gut. So, jetzt sehen wir natürlich, wenn es durchläuft, das loopt natürlich nicht schön. Also es geht natürlich immer von vorne los. Das lässt sich auch schnell beheben, und zwar wir gucken erstmal, wie lang unsere Animation sein soll. Also ich sag mal so beispielsweise, also hier haben wir die Frames, gehen wir auf 100 Bilder haben wir,
Wenn ihr nichts verstellt habt, habt ihr normalerweise 25 Bilder pro Sekunde. Das heißt, ihr könnt auch auf Bearbeiten gehen, auf Projektvoreinstellungen und habt hier eure Frames, also 25 Bilder. Heißt, wir gehen 25 mal 5, weil wir halt 5 Sekunden haben, sind 125 Frames. Deswegen, wir gehen halt in Frames unten bei den Bildern 125 ein und haben unsere Bilder. So. Ziehen wir das natürlich noch ein bisschen hoch. So, jetzt haben wir die auf der Timeline 125. Dann haben wir hier, gehen wir auf Shading wieder zurück, auf unser Noise. Und jetzt haben wir unsere Loop-Periode. Das gibt an, also die Sekunden, ab wie viele Sekunden der denn wieder auf 0 sein soll. Also, dass es halt einen weichen Übergang gibt. Das heißt, wir haben 5 Sekunden, deswegen gehen wir hier auf 5. Und wenn wir das jetzt laufen lassen, sollte es theoretisch loopen. Ja, und wie wir sehen können, sieht auch schon mal ganz nett aus. Also meine Timeline fängt mal von vorne an, aber die Animation an sich bleibt konstant. Und das ist, was wir haben wollen. So, als nächstes, weil das ist natürlich sehr klein alles, können wir hier natürlich die Größe nochmal ändern. Deswegen, wir gehen auf unseren Cloner. Wir gehen hier bei einem Objekt, können hier die Anzahl Breite verändern, gehen beispielsweise mal auf 20 mal 20. Haben jetzt ja, so eine Wand quasi. Jetzt können wir den Winkel noch verändern und zwar haben wir hier ja die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten. Also einmal quasi drehen, die Kamera verschieben oder vorn und zurück. Wenn wir jetzt allerdings bei dem Drehen-Tool hier anstatt der linken Maustaste die rechte drücken, können wir unsere Ansicht drehen. Heißt beispielsweise, wir können jetzt so hingehen, können es halt noch eine Textur geben, wie ihr halt haben wollt, Lightroom. Aber ihr könnt jetzt Play drücken, wie gesagt, und habt jetzt so einen schicke Animation. Das könnt ihr jetzt gerne als Background benutzen, wenn das beispielsweise mal wieder zurückgehen und die Ansicht von vorne habt, könntet ihr es eigentlich ganz cool als irgendwie Hintergrund benutzen oder allgemein als Animation. Könnt ihr es euch ja so hin, sowas ungefähr. Könnt ihr natürlich mit rumspielen. Ansonsten würde ich sagen, war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet was daraus lernen. Wenn es so war, würde ich mich sehr über ein Abo freuen, damit ihr halt keine Videos mehr verpassen tut in der Zukunft. Wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst mich wissen, wenn ihr irgendwas sehen wollt. Und das Projekt findet ihr auch kostenlos unten in der Videobeschreibung. Also damit ihr das nicht groß nachmachen müsst, könnt ihr euch, wie gesagt, kostenlos downloaden. Einfach unten Link anklicken und ja, wie gesagt, downloaden, spart euch ein bisschen Zeit. Ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zusehen, haut rein und bis zum nächsten Mal.